Herzlich willkommen, Leute, und ja, FIFA 13 ist back. Ich bin hier gerade im Shop und werde gleich ein paar Packs ziehen. Mit dabei sind in meinem Teamspeak-Channel gerade Hackedy und Thomas. Hallo. Moment. Oh, was war das für ein Rauschen? Gott, schlimm das. Was? Egal, gucken wir mal, was ich so ziehe. Ich werde einfach mal ein bisschen überziehen, gucken, wie viele wir machen. Ah, halt, mir fällt gerade auf. Na, nicht die 7500er, ich habe vorher noch ein Spezialset, das ich das Spiel gerade erst angefangen habe. Und ja, dann ziehen wir doch mal. Macht das Upgrade zum Goldteam, ein einmaliges Angebot mit 11 Goldspielern und einem Manager. Na, ob das was wird. Ja, sehen wir dann, ja. Okay. Nur Scheiße! Genauso wie man sie sich vorstellt. Standard. Ja, Standard. Richtig Standard. Soll ich mir daraus jetzt eine Mannschaft basteln? Alter, leck ich bei euch, wenn ich rede. Komm, da muss ich doch niemals eine Mannschaft draus basteln, oder? Nein, das muss ich nicht. Och, komm schon. Egal, ab in den Verein damit. Ich merke gerade, bei mir in FIFA ist der Name falsch geschrieben. Da ist ein D drin, ein zu viel. Ich heiße Hackedy. Okay. Ich habe keine Ahnung warum. Crazy. Na, ziehen wir mal das erste Goldset in FIFA 13 für mich zumindest. Das alte Pack-Opening, was ihr noch in der Playlist sehen könnt, ist das von Manele. Aber nicht das von mir. Na komm. Goldset geöffnet, 30 EP. Ah, ich habe den Namen nicht gesehen. Sie seltene Goldspieler erhalten? Na, das kann ja nichts sein. Was? Oh mein Gott, ich will den Namen lieber jetzt gar nicht aussprechen. Das ist ein Albtraum. Hast du denn gezogen? Abdenur. Abdenur? Ja, irgendwie sowas. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Alter, ich bin ja gerade am FIFA installieren. Ja. Ich downloade nur noch. Wie sollte ich eigentlich... Also, sorry. Ja, kein Problem. War das bei euch am Schluss auch so, dass ihr voll wenig KP hattet? Ja. Ja, irgendwas hat's mit dem Download, der drosselt sich am Ende. Ja, ich habe nur noch 50. Cambiasso! Oder Cambiasso? Was für einen Effekt hat das, wenn ich dann Kapitän auswähle am Anfang? Bei Ultimate Team? Das ist das Tutorial. Welchen Effekt so genau das hat, weiß ich nicht. Ich habe einfach mal Messi genommen. Ja, denke ich auch gerade so. Ah, okay, 82 ZDM, 4411. Ja, mittelmäßige Werte. Kann man gucken, was man später macht. Oh! Brinkmann! Zweite Bundesliga. Ich hatte ja sowieso vor, erstmal ein zweites Bundesliga-Team zu machen. Und alles ab in den Verein. Wir gucken einfach später, was wir damit machen können. Übrigens voll die geile Remix-Musik, dadurch, dass ihr komischerweise die Musik stellenweise laggt. Warum auch immer. Ben Naglio? Boah, mein Kenntnis über ausländische Spiele ist so schlecht. Das ist echt ein Albtraum. Dazu ist ein großer Vertrag. Und Manchester City Gastrico. Alle verbleibenden Objekte im Verein speichern. Und next. Next one. Ja, von euch wird's auch Pack Openings geben, ne? Ja. Mhm. Also wenn mein FIFA in angeblich 5 Stunden installiert ist. Die werden dann nicht mal ankommen. Vorhin waren es noch 20 Minuten, jetzt sind es 5 Stunden. Ja, wir hatten auch noch die Idee, vielleicht wir haben auch einfach so viele Coins, dass wir auch irgendwann einfach mal alle drei gleichzeitig aufnehmen. Aber da wir gerade so zeitversetzt einfach die Coins holen und auch das Spiel holen, ja, versuchen wir es halt so zu machen, dass wir direkt Packs ziehen können, weil ich bin gerade einfach nur geil drauf und ich ziehe gerade einfach nur Scheiße. Pure Scheiße. Ich hätte gerne... Ich spiele das Tutorial im Moment. Ich kann, du kannst wenigstens spielen. Ja, das wär's. Dieses Tutorial-Spiel echt spielen. Ich meine, ich glaube nicht, dass passieren würde, direkt in der ersten, im ersten Pack-Opening von mir direkt irgendwie so ein, ja, Spieler of the Season, aus dem Team of the Season oder so. Das wäre ja schon hart. Das italienische Team of the Season im Moment, zu der Zeit. Ja, kann ich auch gleich mal kurz zeigen. Alle verbleibenden Objekte speichern, yep.
Dann zeige ich euch mal kurz das italienische Team of the Season. Na, was haben wir hier? Ja genau, da haben wir es doch. Genau, bring mich zum Team of the Season. Ja, danke, dass du mir noch eine Einleitung gibst. Ja, was haben wir denn da? Wow, wir haben da eigentlich schon eine Menge. Ich meine, nur wenn wir auf die Ersatzbank gucken, haben wir schon Rodriguez, Buffon und Balotelli. Und wow, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Spieler des Tages lohnt sich, glaube ich, auch. Zeig mal her, was du da hast. Na, das ist das Team der Woche. Schwuckst du auch noch die Spieler des Tages aus? Komm. Schwuckst aus. Gib mal kurz die Spieler des Tages. Ja, okay, ich sag's einfach. Beim Spieler des Tages ist auch noch Gomez dabei. Gomez? Ja. War der nicht auch deutsches Team of the Season? Ah, ich glaube schon, bin mir aber nicht sicher. Egal. Let's go, nächstes Pack. Irgendwas wird schon werden. Bam! Wieder nur Scheiße bis auf ein Barcelona Auswärtstrikot. Oh mein Gott. Ach wirklich, das ist ein seltenes Objekt. Ach, das hast du aber gut erkannt, FIFA. Oh mein Gott, die Hinweise am Anfang. Oh, vergesst es. Will ich lieber gar nicht drüber reden. Das ist ein Spieler. Ja, währenddessen kann man ja erwähnen, also warum wir es jetzt mit FIFA 13 anfangen. Also, weil das jeder von uns hatte schon mal einen FIFA-Teil, aber bei FIFA 13, das hat bisher noch keiner gehabt. Aber da wir so heißt, jetzt sind auf FIFA 14, da wir uns das alle holen wollen, aber nicht warten können bis September, haben wir uns gedacht, wir holen jetzt noch FIFA 13, ist jetzt billig, und spielen noch die 3 Monate. Ja. Überlegt haben wir uns, dass ich vorzugsweise das LP mache, also heißt auch normale Spiele, werden hauptsächlich von mir kommen, können aber auch speziell, wenn man gegeneinander spielt, kann es auch vorkommen, dass ich gegen Marcel oder Thomas oder so spiele. Pack-Openings können auch in Gruppe auftreten, aber Haupt wird wahrscheinlich von mir kommen. Genau. Ja, ich muss hier mal kurz in die Verbrauchsobjekte gehen, weil der ist schon voll der Stapel. Wir schmeißen einfach mal... kann man die auch irgendwie entfernen? Ach Mist, kann man die nicht entfernen? Komm, die kann ich doch irgendwie entfernen, oder? Wieso kann ich sie nicht entfernen? Ja, sonstige Projekte, die wir eigentlich angeguckt haben. Weil dass ich zum Beispiel GTA 5 machen werde. Hacke die. Ach komm, mach ich einfach schnell Verkauf. Machst du jetzt eigentlich Call of Duty Ghost in Singleplayer? Vermutlich, ja, kann sein. Vermutlich, ja, dann mache ich eben GTA 5. Was sonst noch kommen wird, sehen wir, was Spiele überhaupt noch erscheinen. Wir haben wahrscheinlich in ein paar, ich weiß nicht, wann das hochgeladen wird, aber in ein paar Wochen oder Tagen kommt so ein kleines Geheimprojekt, das vielleicht noch nicht, von dem noch nicht viele kennen, aber wir haben da die Möglichkeit, das früh zu spielen, wahrscheinlich. Jo. Meinst du? Mehr wollen wir dazu noch nicht sagen, oder? Es soll noch so eine kleine Überraschung werden, oder? Nee, ich glaube, es ist schon eine Anfrage gestartet worden und die sieht nicht gerade gut aus. Bezüglich dem, dass wir es schon vorab spielen können. Okay, aber dann wird es halt nicht vorab sein, aber wir werden es bringen. Es wird zwar. Es ist ein Gruppenprojekt. Ja. Ja. Werden circa 3 Leute von uns machen, ich werde es nicht machen, außer es wird mir so sehr gefallen, dass ich jetzt sagen muss, oh, das brauche ich jetzt unbedingt, das will ich haben. Marcel und ich schauen uns das LP von den anderen an und entscheiden danach vielleicht. Ja. Ja. Würdet ihr dann auch gerne machen? So, Noah wird das wahrscheinlich hauptsächlich leiten. Ja, und ich bin auch sehr gespannt, wie das Spiel rüberkommt und... Versuchen wir es mit dem nächsten Pack, wo wir den Verbrauchsobjektstapel ein wenig eingegrenzt haben. Das ist natürlich das Problem, wenn man am Anfang einfach alles mitnimmt, was man haben will. Wir kommen auf den Tauschstapel. In Verbrauchsobjekte speichern. Ja komm, wir können ja einfach mal die Trikots und die Spieler im Verein speichern und den Rest einfach weg. Weil davon werden wir eh genug ziehen. So, im Verein speichern. Vielleicht das jetzt so langsam, war das bei euch bis zum Ende dann so langsam?
fürs Laden. Ja. Ja, das Laden. Also bei mir ist es nicht wirklich. Okay, bei mir ist jetzt bei 91% und seit den 91% lädt er nur mit 40 kW. Okay. Ist nicht. Hm. Ja, vielleicht. Na komm schon, das ist doch einfach hier. Ach. Ja. Das ist immer so dieses typische, man wird am liebsten losschreien, aber man hat sich einfach selbst eingebrockt. Ja, man hat sich einfach selbst eingebrockt und würde am liebsten losschreien. Egal, vielleicht haben die anderen Jungs einfach mehr Glück, aber wir haben ja noch einiges an Münzen, die wir einfach so raushauen werden. Entweder ziehen wir gute Spieler raus oder wir tauschen uns halt einfach dementsprechend wieder rauf. Yep. Bentner! Wow, als ob ich diese Karte nicht schon in- und auswendig könnte. Oft genug gesehen und immer noch nicht haben wollen. Egal. Verein. Ein Verein. Die Fitnesskarte kann noch in die Verbrauchsobjekte. Und dann kann alles andere weg. Oh Mann, das ist einfach nur enttäuschend. Schlimm das. Ich hoffe, bei FIFA 14 wird es ein bisschen besser. Da werden wir auch direkt von Anfang an mit dabei sein, zumindest Hackedy und ich. Yep. Ich weiß nicht, wie es bei Thomas aussieht. Was? Lol, direkt dabei sein bei FIFA 14. Ja, denke ich eigentlich auch, dass ich mir das Spiel holen werde und dann kann es losgehen. Okay. Wenn ich nicht 3 Tage brauche, um das zu installieren. Das ist wieder eine andere Frage. Ja, ich fand das sehr amüsant, während Hackedy sich den Entschluss gefasst hat, einfach sich das Spiel mal zu kaufen, war ich dann schon fertig damit, das Ganze, nachdem er das angefangen hat zu installieren, zu downloaden, zu installieren und dann auch noch das Tutorial durchzuspielen, war schon recht amüsant. Pirlo! Ich freue mich auf die neuen Veränderungen bei FIFA 14. Pirlo, das nenne ich doch mal ein Spieler. Er ist bei Etialena, aber er ist nicht Team of the Season. Warum? Oh. Oh Mann, aber egal. Zumindest, geht schon klar, eine 87, habe ich kein Problem mit. Also sogar eine 4-1-2-1-2 Manager. Damit habe ich ja persönlich auch keine Probleme. Das regt mich schon diese scheiß Tastensprechung im Tutorial auf. Das wird sehr lustig. Ja, funktioniert jetzt dein Controller endlich? Ja, ich hab den hinbekommen. Ah, okay. Ja, ich werde in der Ernstfasszeit bei FIFA 13 erstmal nicht spielen, weil ich mir Fernandes, wenn ich das richtig gelesen hab. Ja, aber nicht den ich gerne hätte. Oh mein Gott, das ist wieder so ein Faker. Das ist wieder so ein typischer Faker. Ja. Es geht gar nicht. Überall gibt's die. Ja. 3-4-2-1. Ich muss doch gucken, in welcher Aufstellung ich mein Team aufbauen werde. Und, ja, dann geht auch der Rest weg. Ich glaube, ich nicht so gut mit den Spielern aus. So, komm, dann ziehen wir noch ein bisschen weiter. Pirlo habe ich schon mal nichts gegen. Geht schon mal klar für den Anfang. David Wieler! Nice. 85, Barcelona. Das spanische Team ist leider auch schon vorbei. Hätte ich persönlich auch nichts gegen gehabt. Und Hackedy, wie gut kennst du dich mit den Fußballspielern aus? Ich bin Österreicher. Ich kenne mich gar nicht aus. Die beste Ausgabe. Ja, was sagst du dazu, Thomas? Ich bin Schweiz. Ah, super. Ein bisschen besser immer noch. Also ja, ja, keine Ahnung, ich kenne mich schon ein bisschen mit den Spieler aus, wer gut ist, wer halt nicht so gut ist. Kein Messi, Oh. Ein bisschen die deutsche Messi. Also die bekannten Namen kenne ich schon und auch ein paar No-Names, aber ja. Okay. Irgendwo ist ein Nemgelände. Das sah jetzt nicht gut aus, ne, sah es auch nicht. Die letzte EM, die Österreich mitgemacht hat, das einzige Tor, das man geschossen hat, war ein 40-jähriger Pole, dem man die Staatsbürgerschaft geschenkt hat. Und der wieder zurückgeholt wurde in die Mannschaft. Also das sagt schon einiges über den österreichischen Fußball aus. Hm. 3-4-1 war auch noch als Aufstellung.
Und ein Inter-Trikot, okay. Ach, du hast einen Elfmeter-Schuss. Ah, die kann man später auch noch verkaufen. Komm, auf den Torstapel. Alle verbleibenden Objekte verkaufen. Ja, eigentlich könnte... Ihr könnt, braucht doch nicht in den Kommentaren schreiben. Eigentlich könnte man wieder für die 1 Million sich ein super Team zusammenstellen. Das weiß ich auch. Aber es geht um den Spaß da rein, was man eigentlich echt so ziehen mal kann. Das ist nur, weil wir das Geld haben. Und dein nimmt das Geld. Auf jeden Fall. Du hast das Geld, ich nicht. Ich gönne euch einfach nur ein bisschen was zum Anschauen. Dem Samuel. In Argentinier 84. Ah, sehr schön Innenverteidigerwerte. Defensive 87, Kopfball 82. Ja, Dribbling, Tempo ist aber nicht so wirklich das Wahre. Haben wir eigentlich erwähnt, dass wir am PC spielen? nein, haben wir glaube ich noch nicht. Okay, aber ich glaube, es sieht man. Ich glaube, bei mir sieht man es, weil ich nicht mit dem Controller arbeite. Okay. Wie zwar PC, aber halt mit Controller. Ja, das leckt immer, wenn ich so schnell durchtappen will, wenn ich das mit der Tastatur mache. Das ist ein bisschen merkwürdig. Egal, Samuel speichern wir auch im Verein. Cole, können wir gucken, ob wir da auch noch was kriegen. Und der Rest kann dann wieder weg. Der kann dann wieder weg. Ja. Na, mal gucken, was wir noch so ziehen. Ein Pack haben wir noch, dann haben wir die 800.000 und die 15 Minuten sind auch. Die anderen wollten leider auch 15 Minuten machen, deswegen lasse ich es auch dabei. Was? Stankovic? Was habe ich denn jetzt gesagt? Stankovic? Wie gehe ich eigentlich irgendeinen Bonus, wenn ich das Tutorial-Spiel also gewinne? Also mit VIZ am Schluss. Ich weiß nicht, ob du was Besseres kriegst, wenn du gewinnst. Da bin ich mir nicht so sicher. Man kriegt ein Pack, oder was? Ja, ja, du kriegst, egal ob du gewinnst oder verlierst, kriegst du dein Starter-Team. Achso. Ein Bronze-Starter-Team. Ich habe verloren. Mit 1-0. Hab ich auch. Messi 11 gegen die Wojciechowski 11. Ich habe auch mit, habe ich auch verloren, aber mit Tastatur war es auch wirklich etwas kompliziert, muss ich sagen. Na komm, ich muss einfach noch ein Pack ziehen. Ja, das nimmt mir ja nicht mehr. Ich gewusst, dass ich, wie ich schieße. Also ich habe immer aus Versehen so einen Heber gemacht, statt einen Schuss. Okay, ich habe Adam gezogen oder Adam, je nachdem, wie er gerne ausgesprochen werden möchte. Und Bentner zum zweiten Mal. Sehr schön. Genauso muss man die komischen Spieler ziehen. Nicht. Nicht. So, auf den Tauschstapel in den Verein und Bentner auf den Tauschstapel, weil wir ihn schon einmal im Verein haben. Na komm, zwei Packs ziehe ich noch. Zwei können wir noch. Ja, zwei können wir noch. Und was ziehe ich? Syruschen? Was? Kann mir irgendjemand mit dem Spieler aussprechen? Wie? Oh, was? Sie gewaschen? Kann ich ja gerade nicht gleichzeitig zuschauen. Tottenham Spurs. Ach, vielleicht kann einer von euch mir mal die Aussprache in die Beschreibung schreiben. Ich wäre damit sehr zufrieden. Und denkt mir einfach mal Scheiß drauf und alle Karten weg. Ja, so, das letzte Pack für dieses Pack-Opening. Mein Vereinsname hat funktioniert, der FCMP Zaki. Und die Abkürzung Hex ging auch für Hackedy. Okay. Hackedy, Hex, Hex. Biruami? Was war das? Habe ich glaube ich nicht richtig gelesen. Biruami. Nein, Berami, okay. Bera, das ist ein Schweizer. Gott. Ich habe auch ein Pack Opening. Das ist ein Schweizer, das ist genau richtig. Thomas. Der Wallon Berami. Das weiß ich sogar, ey. Wow. Also ein Schweizer. Ich hab einen Silberspieler bekommen. Schweizer, sagen wir so. Ja, okay. Ich hab Silberspieler bekommen und sonst nur Bronze. Das war's für mein Pack-Opening. Ich danke fürs Zuschauen. Und dann machst du nur kling, 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 kling in der Kasse. Und Hackedy und Thomas dürfen sich auch noch bis zu ihrem Part verabschieden. Yo. Yo, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß noch bei den beiden.